Bildung sollte ein neuer Rohstoff der Stadt werden. Mein Name ist Ralf Binek, ich bin Hausmeister an dieser Hochschule, arbeite seit 1998 hier. 25 Jahre Hochschule, herzlichen Glückwunsch. Ich bin die Elke Schleich und ich war hier, früher nannte man das Dekanatssekretärin, das hat heute noch einen anderen Begriff bekommen, den ich schon wieder vergessen habe. Und ich war das seit Oktober 95. Mich hat beeindruckt, dass also ein unheimlich gutes Arbeitsklima herrscht und dass ich dann bald die Erkenntnis gewonnen habe, Professoren sind auch nur Menschen. Der Scheißprof oder auch der Klopapst, es gibt also verschiedene Versionen davon. Das stört mich aber nicht. Mein Name ist Mete Dimeris, ich bin seit 93 hier Professor für Sanitär und Bädertechnik. Heute ist ja richtig. Das Sommerfest soll den Kontakt zwischen den Studenten, Dozenten herstellen oder vertiefen. Mein Name ist Rocco Di Vita, ich bin hier Pförtner an der Hochschule und ungefähr seit 10 Jahren hier. Es kam jemand, der war sehr aufgeregt und meinte, er muss in 5 Minuten in einem bestimmten Raum sein. Und da musste ich ihm aber erklären, er wird das nicht schaffen, weil der Raum war in Recklinghausen. Also das war ein bisschen schlecht. Als ich mein Vorstellungsgespräch hatte, beziehungsweise meinen Vertrag unterschrieben habe hier. Das war die schönste Geschichte. Mein Name ist Detlef Herrmann. Ich bin seit 96 hier in der Druckerei. Man müsste eigentlich jeden Tag eine Kerze anbrennen, dass man hier arbeiten darf. Herzlichen Glückwunsch zum 25-Jährigen. Ich hoffe, ich schaffe das auch einmal, was in 4 Jahren ungefähr sein müsste. Erst am 1. August 1992 erhielt die bis dahin in der Ausstattung mit Wissenschaftsinfrastruktur vernachlässigte Emscher-Zone mit der Fachhochschule in Gelsenkirchen eine eigene tertiäre Bildungseinrichtung. Diese 50. Hochschule in Nordrhein-Westfalen hat ihre Schwerpunkte in der Umwelttechnologie und der Mikrosystemtechnik. Also als erstes in diesem Jahr habe ich unserer ältesten Tochter gratuliert, die wird auch 25 Jahre. Ansonsten, glaube ich, muss man allen Mitgliedern der Hochschule gratulieren, die letztlich dazu beigetragen haben, dass wir heute da sind, wo wir stehen, nämlich eine beachtete Hochschule. Bernd Kriegsmann, Präsident der Westfälischen Hochschule, bin seit 2000, also 17 Jahre hier. We'll be right back.
für alle zu ermöglichen und das möglichst gut, ist eine Aufgabe, die ich mir auch in 10 Jahren noch gut vorstellen könnte. Ich bin Caroline Möller, mittlerweile seit fast 7 Jahren hier an dieser Hochschule und leite die zentrale Studienberatung. Ja, Happy Birthday, liebe Westfälische Hochschule, alles Gute und auf die nächsten 25 Jahre. Heute hast du deinen Monitor, da drückst du da drauf und klick, klack, kluck, dann kommt das Geld da raus. Ne? Also das ist schon. Ich heiße Ulrike Wablitz und bin seit 1990 hier an der Westfälischen Hochschule beschäftigt, in der Mensa. Ach, das Leckerste ist eigentlich Gyros. Gyros gibt es schon immer, weil das ist ein Essen, das, ich glaube, da können wir jeden Tag anbieten. In den Anfangsjahren, in den Anfang der 70er, da hat man dann Ingenieurschule dazu gesagt. Ne? Lange haben wir warten müssen, bis der Grundstein für diesen Neubau gelegt werden konnte. Aber jetzt wachsen die Mauern. In Burhege ersteht die staatliche Ingenieurschule für Maschinenbau. 10 Hektar groß ist ihr Gelände, 25 Millionen Mark wird sie kosten. Ja, ja, ich muss doch noch gratulieren. Toi, 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 weiter so. Richtfest der neuen Fachhochschule Gelsenkirchen. Die traditionelle Arbeiterstadt wandelt sich immer mehr zu einem Ort der Bildung und Forschung. Noch finden die Vorlesungen in Schul- und anderen angemieteten Gebäuden statt. Doch schon jetzt bietet ein Studienplatz in Gelsenkirchen nach Meinung vieler Studenten bessere Lernbedingungen als an anderen Hochschulen. Wir haben also bei uns im Fachbereich speziell, kann ich es halt sagen, sehr viele junge Professoren auch, die sehr engagiert sind, weil sie, glaube ich, die Möglichkeit sehen, auch was aufzubauen. Wir haben kleine Gruppen, einen sehr direkten Kontakt zu unseren Professoren, die wirklich jederzeit ansprechbar sind für uns. Und das ist ein Vorteil, den habe ich an keinem anderen Studienort. Ja, ich sag mal, die Motivation zu arbeiten sind schon die Studis, die dann hier sind. Also einfach mit den Leuten was zu erarbeiten und dann gemeinsam neue Blicke zu kriegen auf das, was es in der Technik gibt, das ist schon spannend. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin im Fachbereich Elektrotechnik und angewandte Naturwissenschaften, Professor für Steuerungs- und Regelungstechnik. Die Hochschule kenne ich als Fachhochschule seit 2002, wo ich als Student mal selbst angefangen habe. Seit 2013 bin ich dann wieder zurückgekehrt, in dem Fall dann als Professor. Man muss Begeisterung rüberbringen können. Also sie müssen, wenn sie gute Lehre machen wollen, müssen sie die Studenten greifen. Sie müssen das vormachen, sie müssen das vorleben, das, was sie dann auch beibringen wollen. Und das ist, glaube ich, das, was authentisch ist, was ehrlich ist. Und das dann gemeinsam zu machen, ist eigentlich Spaß. Und die Motivation ist, kommt von ganz alleine. Auf eine weiter schöne Zeit an der Hochschule. Prost! Wir sind Westfälische Hochschule. 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 Ihr seid Westfälische Hochschule.